Können Sie mir was erzählen über Ja. den Hans Fantl? Also der Hans Fantl hat vis-à-vis von mir gewohnt. Ich habe auf Hitzige Hauptstraße 82 gewohnt. Er hat vis-à-vis gewohnt. Wir konnten uns ins Fenster reinschauen. Und ich habe ihn gekannt, weil ich mit ihm in ein Kinderheim gegangen bin. Und er war ein paar Jahre älter als ich und hat mich sehr schlecht. Er war nicht sehr nett zu mir damals. Aber viele Jahre später, wie wir nach New York gekommen sind, habe ich von ihm in der Zeitung gelesen, denn er hat für die New York Times am Sonntag geschrieben, für gewöhnlich über die Musik, manchmal auch über über die Musik in Wien, obwohl er damals noch ziemlich jung war. Und er hat auch ein Buch geschrieben über William Penn. Eigentlich ich wollte ihm immer schreiben und ich bin nie dazu gekommen. Und vor ungefähr in den 90er Jahren ist er gestorben. Ich komme von New York, aber er hat nicht in New York gelebt. In den Berkshires, das sind Berge in Massachusetts, dort hat er gelebt und vielleicht ist seine Frau noch dort. Aber wie gesagt, Artikel in der New York Times war interessant. Und er hat gegenüber von Ihnen gewohnt und Sie sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen, Ins Kinderheim, ins Kinderheim. nein, mir. Ja. Und wie gesagt, ich war damals nicht sehr freundlich mit ihm, wie wir in Wien waren. Ich habe die Zunge rausgesteckt und aber Ja. es war das war vor vielen Jahren Ja. und ich habe nie wieder Kontakt Ja. mit ihm gehabt, obwohl er einmal meinen Vater besucht hat. Aber wie ist einer der Hitziger, früheren Hitzigen, der ein bisschen famous geworden ist. Kinderheim, was war das? Ein Kinderheim? Kinderheim? Ja. Ein Kinderheim war dort ist man im Sommer gegangen. Es war in Altaussee. Das ist also Steiermark oder es ist Salzburg, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Und dort waren Kinder von 6 bis 15. Und wir waren damals, ich war 10 und er war 13. Und da waren Sie die 3 Wochen oder 4 Wochen Ja, im, ich ja. glaube 4 Wochen. Und ich bin später, dann war aber 8 Wochen. Das nächste Jahr war ich 8 Wochen dort. Das war in den 30er Jahren. Und war das eine von einer jüdischen Organisation oder war das einfach nur Es so war eine privat. privat? Ja. Es war privat und es waren die meisten Kinder waren jüdische Kinder. Und sie waren entweder aus Wien oder aus Budapest. Und haben Sie, wo waren Sie da in Altersee waren Sie In da? Altaussee, Altersee, okay, ja. ja. Es war auf einem Berg oben, man musste runtergehen, um schwimmen zu gehen. Das war vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde Weg. Und das habe ich noch in ziemlich guter Erinnerung. Und haben Sie noch Erinnerungen an andere Hitzingerinnen und Hitzinger, die 38 fliehen mussten? Meine Freundin, mit der ich immer noch in Kontakt bin, die Lise Ehrlich, die jetzt Lise Miller heißt, die ist in Five Oaks, no, Thousand Oaks. Thousand Oaks in Kalifornien. Und ich glaube, sie hat mal versucht, mit ihnen Kontakt zu machen. Aber ich habe die Adresse nicht mit mir. Und sie ist mit mir in die Schule, auf der Universität, am City College gegangen und ist auch eine Ingenieurin. Später hat sie Mathematik unterrichtet.
Und wie sie sich zurückziehen, nennt man das so, wurde sie eine Künstlerin und sie malt Wasserfarben jetzt. Und ich habe sie früher mal jede paar Jahre besucht. Ich spreche mit ihr am Telefon, manchmal ich E-Mail mit mir. Noch ein Hitziger. Momentan kann ich mich nicht an eine Hitziger erinnern.